Guten Morgen und einen sonnigen guten Morgen, vor allem hier aus Chemnitz. Und ja, damit willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schon gewusst, Nachhaltigkeit wird verpflichtend. Mein Name ist Matthias Richter. Ich bin heute vor allem erstmal Ihr Moderator, werde also durch das Programm führen und dafür sorgen, dass es Ihnen heute hier in der nächsten Stunde so gut und angenehm wie möglich ergeht. Ja, wie gesagt, ich bin heute Ihr Moderator, habe natürlich noch andere Aufgaben im Unternehmen Deutsche Telekom, dazu dann aber gleich mehr. Bevor wir inhaltlich einsteigen und auch auf die beiden Referenten kommen, die Sie mit dem Video schon zugeschaltet sehen, möchte ich gerne noch ein paar Worte zu dem GoToWebinar verlieren, was wir heute als Plattform verwenden. Sie haben da wahrscheinlich irgendwo auf Ihrem Desktop links, rechts, oben, unten das Bedienpanel, worüber Sie verschiedene Sachen machen können, auch mit uns interagieren können. Und das Erste und aber das Wichtigste ist, dass Sie uns gut verstehen können, also damit die Audiofunktion auch passt, Sie eine gute Bandbreite haben. Soll das nicht der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit, in der Audioschublade im Bedienpanel einfach mal da drauf zu klicken und von Computeraudio auf Telefonanruf zu wechseln. Und dann kommen Sie einfach mit dem Ton Ihres Festnetz oder gern auch Mobiltelefons zu uns und hören uns dann zu. Und der Desktop wird ganz normal weiter übertragen und wir schonen ein Stück weit die Bandbreite. Sie können auch heute das ganze Webinar Fragen stellen. Das ist uns auch sehr wichtig. Stellen Sie ganz viele Fragen, alle, die Ihnen so auf den Nägeln brennen, natürlich zu dem Thema. Alles andere versuchen wir natürlich auch zu beantworten, aber ich glaube, Fokus ist natürlich heute das Thema Nachhaltigkeit. Da sind Sie ja heute auch hierher gekommen. Deswegen dann gerne Ihre Fragen stellen. Wir werden auch Fragen an Sie haben. So viel schon mal vorweg. Was genau das dann sein wird, dazu dann auch gleich mehr. Das Webinar wird auch komplett aufgezeichnet. Sie erhalten dann im Nachgang von uns auch den Link zur Aufzeichnung, können das also an Kollegen in der Firma weitergeben, wo Sie sagen, für diejenigen ist es interessant, die sollten sich das nochmal anschauen, sich damit beschäftigen. Dann einfach den Link nochmal weitergeben. Und ja, dann haben auch andere noch etwas davon, die heute nicht dabei sein konnten. Ja, so viel glaube ich erstmal zum kompletten Organisatorischen. Und dann würde ich sagen, eure Bilder sind an, Nicole, Florian, schön, dass ihr heute dabei seid und mit uns die nächsten Minuten zum Thema Nachhaltigkeit füllen werdet. Stellt euch mal vor, wer seid ihr, welche Funktion habt ihr und auf was können wir uns heute freuen? Ja, herzlichen Dank, Matthias, für deine Einleitung und ich schnapp den Ball direkt mal auf. Ja, mein Name ist Nicole Dorazil, ich bin bei der Telekom Innovation Evangelist und für den Megatrend Nachhaltigkeit verantwortlich. Als Innovation Evangelist ist es meine Aufgabe, Markttrends zu beobachten und zu überlegen, welche Themen können für uns als Telekom interessant sein und die dann eben auch in Marktchancen und Geschäftsideen umzusetzen. Und ein Thema ist eben die Nachhaltigkeit und ihr könnt euch darauf freuen. Gemeinsam mit Florian möchte ich euch eine kurze Einführung in das Thema geben und der Florian Heul von Verso als Experte, der jetzt den Ball aufschnappt, bitte, hat schon so viel Erfahrung zum Thema Nachhaltigkeit gesammelt, da kann bestimmt jeder was mitnehmen. Ja, vielen Dank, Nicole. Den Ball nehme ich gerne. Schönen guten Morgen zusammen in die Runde. Florian Holl, mein Name. Herzliche Grüße aus Landsberg am Lech an dieser Stelle. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Verso und wir sind mittlerweile seit über 11 Jahren am Markt und beschäftigen uns mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsmanagement. Ja, haben da wirklich sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, gerade auch mit mittelständischen Unternehmen. Kennen also auch die Arbeitsplatzrealitäten und so weiter. Und ich freue mich da gemeinsam heute mit Ihnen da meine Erfahrungen dadurch zu sprechen. Ja, super, vielen Dank, Nicole und Florian. Dann noch zwei, drei Worte zu mir. Ich hatte es ja angekündigt, wenn ich nicht gerade Moderator hier in einem Webinar bin, was ich durch die Corona-Pandemie ein Stück weit doch geworden bin, weil doch ja eine dreistellige Anzahl an Webinaren schon begleitet. Man hat dann ein Stück weit Übung drin. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich natürlich noch eine andere Aufgabe. Bin Fachleiter für IT und Cloud im Mittelstandsvertrieb der Telekom. Also sprich, verantworte da das IT- und das Cloud-Geschäft, speziell in der Region Ost. Und übernehmen halt auch noch ein paar andere Aufgaben, wie zum Beispiel das Thema Webinare. Und deswegen bin ich heute auch mit hier, soll aber gar nicht so die wichtige Rolle spielen, weil die wichtigen Akteure sind heute die Nicole und der Florian. Ja, und ich hatte es ja gesagt, wir haben auch Fragen an Sie und ich würde sagen, damit starten wir auch direkt, nämlich in die ersten, kann schon mal verraten, drei Fragen, die wir an Sie haben. Und wir starten direkt mit Frage Nummer 1. Die müsste gleich bei Ihnen angezeigt werden. Und da geht es darum, warum Sie sich heute eigentlich hier eingewählt und für dieses Webinar angemeldet haben.
Und da haben Sie fünf Auswahlmöglichkeiten. Einmal, um Herausforderungen und Chancen zu verstehen. Sie wollen Berichte einfacher und schneller erstellen. Sie wollen sich grundsätzlich mehr in dieses Thema Nachhaltigkeit einarbeiten. Sie wollen einfach nur gesetzliche Anforderungen erfüllen und sich dazu heute mal schlau machen. Ja, oder sonstiges. Also nichts von den vier Auswahlmöglichkeiten. Die Möglichkeiten haben Sie. Treffen Sie eine Auswahl von den fünf. Und dann sind wir mal gespannt, warum Sie heute hier mit dabei sind. Ja, ein paar Sekunden haben Sie auch noch. Und dann werden irgendwann gleich die Ergebnisse angezeigt. Und dann bin ich gespannt. Ich glaube, genauso wie Nicole und der Florian. Mal schauen. Absolut. Okay. Genau, noch haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kreuzchen zu setzen. Ja, und da kommen die Antworten. Okay, ist also recht ausgeglichen zwischen Herausforderungen und Chancen verstehen, beziehungsweise sich grundsätzlich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, sich da einzuarbeiten. Und dann haben wir noch ein paar, die einfach nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllen wollen. Ja, oder aus einem ganz anderen Grund hier sind. Vielleicht auch wegen uns. Okay, super. Dann erstmal vielen Dank dafür. Florian, Nicole, wollt ihr dazu noch irgendwas sagen oder passt das für euch erstmal? Ja, passt perfekt. Passt super und spiegelt auch sehr, sehr gut die, wie soll ich sagen, die Marktsituation, wie wir sie auch wahrnehmen wieder. Ja, also, ja. Ja, sind wir heute nicht komplett daneben unterwegs. Sehr gut. Gut, dann machen wir die Frage Nummer 2. Und hier geht es darum, wie viele Mitarbeiter es in Ihrem Unternehmen gibt, in dem Sie beschäftigt sind oder wo Sie Inhaber sind. Sind es weniger als 10? Sind es zwischen 10 und 250? Sind es zwischen 251 und 1000? Zwischen 1001 und 5000? Oder sind es mehr als die 5000? Da haben Sie auch die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt natürlich für das Thema Nachhaltigkeit, gerade bei gesetzlichen Anforderungen. Natürlich auch für uns mal interessant, was sind da eigentlich für Unternehmen dabei, wie groß sind sie eigentlich, wie wichtig oder noch mehr wichtig ist dieses Thema Nachhaltigkeit für Sie, aus gesetzlicher Sicht natürlich. So, da auch noch ein paar Sekunden Zeit, da ein Kreuz zu setzen. Und dann wird auch gleich wieder das Ergebnis eingeflogen kommen. Ah, da kommt's, genau. So, da haben wir den größten Teil, der zwischen 250 und 1000 Mitarbeiter ist, bis 5000 dann der nächste Slot. Dann haben wir mehr als 5000 dabei, 16%, gefolgt dann von 13% bis 250 Mitarbeiter. Und 4% weniger als 10. Super, vielen Dank. Ja, Nicole, Florian, wollt ihr dazu auch noch was verlieren, warum wir auch diese Frage vielleicht gestellt haben? Vielleicht ja, mal ich so kann sagen, warum Ausblick. Wir die Frage gestellt haben. Genau, wir kommen ja gleich auf die neue CSRD-Gesetzgebung. Und da haben wir uns eben gedacht, dass natürlich genau die Kunden, die 250 bis 1000 Mitarbeiter haben, vielleicht besonders betroffen sind, aber auch die Großen. Jetzt will ich ja nicht zu viel vorwegnehmen, die heute vielleicht schon einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, sich dafür auch gerne noch Tipps holen. Ja, also insofern. Danke für die ja, gut. Antwort. Aber dann passt es ja auch von denen, die heute dabei sind, glaube ich, werden wir einen Großteil davon abholen. Sehr gut. Dann die letzte Frage für jetzt, die Frage Nummer 3. Ja, und hier geht es darum, wer bei Ihnen für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Haben Sie einen Nachhaltigkeits- oder einen Klimabeauftragten, Investor Relations, Marketing oder Kommunikation in dem Bereich? Liegt es direkt bei der Geschäftsführung, beim Einkauf? Oder bei jemand anders, der hier nicht aufgeführt ist. Hier auch wieder, nee, nicht eine, sondern alle auswählen. Es können auch mehrere sein, die sich ein Stück weit da reinteilen. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Kreuzchen zu setzen. Ich bin mal gespannt, wer das bei Ihnen im Unternehmen macht. Ich bin ja auch sehr viel bei unseren Kunden, unseren Mittelstandskunden unterwegs. Und da ist es natürlich auch immer
sehr differenziert, wer dieses Thema innehat und sich darum kümmern darf. Ich bin mal gespannt, wie es heute hier in dieser Runde bei Ihnen ist. Ja, und dann haben Sie auch noch etwas Zeit abzustimmen. Dann kommt wie immer das Ergebnis für Frühstück eingeflogen. So, und da kommt's. Genau, und da haben wir den größten Teil bei der Geschäftsführung, gefolgt vom Nachhaltigkeits- und beziehungsweise Klimabeauftragter oder Beauftragter, gefolgt von wem auch immer, nicht eindeutig wie sonstige, und dann Einkauf und der Rest dann Investor Relations, Marketing und Kommunikation. Okay, dann vielen Dank erstmal für Ihre Interaktion mit uns, für die Beantwortung der drei Fragen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Inhalt rein und damit zu euch, Nicole, Florian. Viel Spaß Ihnen, eine informative Veranstaltung. Ich werde dann zwischendurch noch einmal zu Wort und lasst uns erstmal bis später. Herzlichen Dank, Matthias, für dieses wunderbare Onboarding. Und ich übernehme dann an der Stelle und fange mal mit dem Begriffsdefinition zum Thema Nachhaltigkeit an. Flo, gerne die nächste Seite. Wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann haben wir ganz häufig drei Buchstaben, die im Raum stehen. Das ist entweder CSR oder auch schon mal ESG. Und wenn man ganz am Anfang ist, dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das und ist das vielleicht sogar dasselbe? Und ja, im Prinzip ist es dasselbe, denn beide Begriffe stehen für das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen. CSR oder CSR, wenn man es natürlich richtig aussprechen würde, im Englischen steht für Corporate Social Responsibility, ESG für Environment, Social Governance und im Prinzip Synonyme für unser gutes deutsches Nachhaltigkeit, das man auch manchmal mit auch nur zwei Buchstaben NH abgekürzt findet. Da sind wir Deutschen mal etwas shorter als die Engländer. Das ist ja normalerweise anders. Das passt schon, Flo. Nimm gerne die nächste Seite. Genau. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dann haben wir ganz häufig direkt das Thema Umweltschutz darunter verbucht. Aber das ist zu kurz gegriffen. Grundsätzlich besteht Nachhaltigkeit aus drei Säulen. Eine sehr wichtige ist natürlich die ökologische, sprich der Umweltschutz, aber auch das Soziale und das Ökonomische sind sehr wichtige Komponenten. Im Sozialen geht es natürlich darum, dass wir auch gerechte Arbeitsbedingungen schaffen, dass ein fairer Handel auch besteht. Und das ist genauso wichtig, auch im Übrigen in der Berichterstattung, das werden Sie nachher sehen, die sozialen Komponenten eben mit zu berücksichtigen, wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit berichten oder aber auch unsere relevanten Kennzahlen rausfinden. Und genauso geht es um die ökonomische Komponente. Ein Punkt ist besonders in Zeiten von Corona und auch dem Ukraine-Krieg mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das ist die lokale und regionale Wertschöpfung, die ist nachhaltig, aber in den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass sie uns auch einen echten Mehrwert bringt, wenn wir Produkte in der Nähe eben beziehen oder produzieren lassen. Insofern halten Sie bitte immer dieses Säulenmodell der Nachhaltigkeit im Hinterkopf. Auch bei der Berichterstattung ist es wichtig, zu allen drei Säulen auch die passenden Kennzahlen herauszufinden. So, und jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit wird verbindlich. Flo, gerne direkt die nächste Seite. Ja, warum ist das so? Also zum einen haben wir natürlich nicht weniger vor, als die Welt zu retten und so wie sie heute ist, auch für unsere Kinder, für die Zukunft zu erhalten. Und da das wohl auf freiwilliger Basis nicht wirklich verlässlich genug funktionieren wird, hat die EU im letzten Jahr den sogenannten Green Deal verabschiedet. Und ganz wichtige Ziele im Zusammenhang mit dem Green Deal ist es, die Netto-Treibhausgasemissionen zu senken. Da ist ein Ziel bis 2030, das mindestens um 55% gegenüber dem Wert von 1990 zu schaffen. Und bis 2050 wollen wir eine Netto-Null dort stehen haben. Sprich, wir haben nicht mehr Treibhausgasemissionen, als die Natur letztendlich auch verarbeiten kann. Und dieser European Green Deal ist ein wichtiger Treiber
für zahlreiche Gesetzesanforderungen, die gerade auf den Weg gebracht werden. Gerne die nächste Folie. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht der Reihenfolge nach abarbeiten. Da wäre unsere Stunde zu wenig Zeit. Aber Sie sehen, es ist nicht nur die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, mit der wir uns heute beschäftigen, sondern es gibt auch noch zahlreiche andere Gesetzgebungen, die gerade auf den Weg gebracht werden und die eben helfen, unser Klimaziel zu erreichen. Und zusätzlich nimmt natürlich auch der Druck durch den Markt auf Sie als Unternehmer zu, nachhaltig zu wirtschaften. Gerne die nächste Seite. Genau. So, und wer sich ein bisschen mit dem Thema Berichterstattung beschäftigt hat, der weiß, dass es auch heute schon eine Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt. Und deshalb haben wir hier auch wieder eine Frage für Sie vorbereitet. Matthias, genau. Und da sehen wir sie auch schon, da bin ich wieder. Genau, welche Erfahrung hat denn Ihr Unternehmen mit der CSR-Berichtspflicht schon gesammelt, beziehungsweise gemacht? Was haben Sie überhaupt? Also wir haben bereits einen Bericht erstellt, zum Beispiel mit Word. Die zweite Wahl wäre Berichte oder der Bericht wurde durch Nachhaltigkeitstools erstellt. Unser Bericht wird von einem externen Dienstleister erstellt. Sie haben jemanden dafür, das für Sie tut. Oder wir haben noch keine Erfahrung mit dem Thema Berichterstattung. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere auszuwählen. Also gern auch ein, zwei oder alle. Oder natürlich auch nur einen, wenn nur einer in Frage kommt. Dann haben Sie auch, wie vorhin, wieder ein paar Sekunden noch Zeit. Wollen Sie auch nicht hetzen. Also gerne ganz in Ruhe entscheiden, wenn Sie kurz nachdenken müssen. Natürlich auch das gern tun. Genau, dann wird auch wieder ein paar Sekunden die Antwortübersicht angezeigt. Und da ist er. Genau, und da haben wir einen Großteil, die noch gar keine Erfahrung mit der Berichterstattung bisher gemacht haben, gefolgt von, es wird schon was erstellt, zum Beispiel mit Word oder einem anderen. Mit einer anderen Plattform und dann werden direkt mit 7% Berichte direkt durch ein Nachhaltigkeitstool erstellt und bei 5% durch externe Dienstleister. Ja, damit zurück, Florian und Nicole. Ja, prima, dann übernehme ich gerne wieder. Genau, es gibt auch heute schon eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das machen heute schon große Unternehmen, große börsennotierte Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern und zusätzlich auch Genossenschaften, Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen. Gern die nächste Folie schon. Genau. Und in Zukunft wird sich da allerdings einiges ändern. Zum einen wird sich der Anwenderkreis deutlich erhöhen. Heute haben wir 500 Unternehmen in Deutschland, die bereits einen Bericht erstellen. Künftig, die nächste Folie bitte, genau, wird der Ball der Unternehmen, die eben einen Bericht erstellen müssen, das 30-fache größer sein. Sprich, wir haben 15.000 berichtspflichtige Unternehmen in Deutschland und entsprechend, glaube ich, ist auch das Interesse an diesem Thema sehr, sehr groß. Gerne schon die nächste Seite. Genau. Und wer sind die neuen Anwender? Das sind zum einen eben mittlerweile auch die kleinen kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber eben auch andere Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben und deren Nettoerlöse sich auf mehr als 40 Millionen Euro belaufen oder aber die eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro haben. Ne, aus diesen neuen oder aus diesen Unternehmen setzt sich der neue Anwenderkreis zusammen. Das sind die neuen 15.000. Aber wichtig ist auch, wenn Sie jetzt nicht zu diesen Unternehmen gehören, können Sie als Zulieferer natürlich auch indirekt betroffen sein, weil die berichtspflichtigen Unternehmen werden auf Sie zukommen und wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen abfragen, um eben auch Ihren eigenen Bericht korrekt erstellen zu können. So, aber der Anwenderkreis, der sich erhöht, ist noch lange nicht das Einzige, was sich ändert beim Thema Nachhaltigkeitsbericht. In der Vergangenheit war er eigentlich wenig verbindlich. Das heißt, die Unternehmen, die heute schon berichten müssen, die müssen sich keiner externen Prüfung
unterziehen. Das machen viele Unternehmen, wir als Telekom zum Beispiel auch, um unsere Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Aber wirklich verpflichtend ist es nicht. Und auch die Veröffentlichung ist heutzutage, oder die Form der Veröffentlichung ist heutzutage freigestellt. Ebenso wie die Kennzahlen, die berichtet werden. Das heißt, heute kann man als Unternehmen entscheiden, welche Kennzahlen sind wesentlich für das Thema Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen. Und man muss sich nicht an einen Berichtsstandard halten. Es gibt natürlich Berichtsstandards, beispielsweise GRI ist ein sehr weit verbreiteter oder der DNK, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Beides wird auch heute schon häufig genutzt. Auch wir als Telekom berichten im Übrigen nach beiden Standards. Aber es ist nicht verpflichtend. Es ist wirklich ein Punkt, wo man sagt, man macht das, weil man eben auch für mehr Glaubwürdigkeit sorgen möchte. Und auch digital muss heute kein Bericht zur Verfügung gestellt werden. Und genau diese Punkte ändern sich künftig mit der Corporate Sustainability Reporting Directive. Da wird es so sein, dass künftig die Berichte auch extern geprüft werden müssen. Und es wird verbindliche Standards geben, nach denen berichtet werden müssen. Das heißt, die Kennzahlen, die werden künftig durch die European Sustainability Reporting Standards vorgeschrieben. Es wird gerade von der EU entwickelt. Die ersten Vorschläge liegen vor. Alles braucht ein bisschen Zeit, aber es wird auf den Weg gebracht. Und ganz wichtig ist auch, eine Veröffentlichung im Lagebericht ist ab dann verpflichten. Und das ist ein ganz wichtiges Signal, denn dadurch wird der Nachhaltigkeitsbericht auch der finanziellen Berichterstattung ein Stück weit gleichgestellt. Ne? Das heißt, man muss wirklich dafür sorgen, dass man Strukturen wie heute bei einem Finanzbericht aufbaut, um eben schnell und effizient auch künftig einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und ein letzter Punkt, künftig wird ein Bericht auch im Single Electronic Reporting Format geliefert werden müssen. Hintergrund ist, dass die EU eine Zentraldatenbank zum Thema Nachhaltigkeit aufbaut und da eben die Informationen der Unternehmen dann auch getaggt werden sollen. So, und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben bei unserer Einleitung gesagt, das alles gilt ab dem Geschäftsjahr 2023. Aktuell ist das auch so. Das heißt, die Gesetzgebung soll zum 01.01.2024 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2023 in Kraft treten. Aktuell gibt es allerdings einen Vorschlag des Rates der Europäischen Union, das Ganze zu verschieben, und zwar genau um ein Jahr, sodass dann eben ab dem Geschäftsjahr 2024 berichtet werden müsste. Wie gesagt, aktuell ein Vorschlag, wie das Ganze ausgeht, warten wir ab. Wichtig ist, wenn man keinen Bericht erstellt, wenn man sich nicht an die neuen Vorgaben hält, dann drohen auch Bußgelder. Sie kennen das auch schon von der DSGVO. Es gibt keinen konkreten Bußgeldkatalog, aber Sie können bis zu 10 Millionen Euro betragen. Und was ich auch sehr wichtig finde, bei Nichterfüllung werden die betroffenen Unternehmen auch veröffentlicht. Ein bisschen vergleichbar mit dem Pranger, der auch im Mittelalter ganz gut gezogen hat. Also insofern, ja, man sollte sich vorbereiten. Genau, bevor wir aber jetzt die Frage nochmal an Sie haben. Damit ihr nicht langweilig wird, genau. Bevor wir die Frage jetzt an Sie nochmal stellen, habe ich eine Frage, die, glaube ich, ganz gut dazu passt von einem Teilnehmer, der heute dabei ist, jetzt zu dem Thema gerade, was wir haben. Jetzt haben wir schon die kurze Frage, dann machen wir die erstmal und machen danach die andere. Wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf diese neue Berichtspflicht, die jetzt gerade die Nicole ja vorgestellt hat, vor? Haben Sie da bereits Know-how, um einen CSRD-Bericht zu erstellen? Sie sind aktuell dabei, das Know-how aufzubauen. Sie haben sich noch gar nicht damit beschäftigt, planen das aber jetzt in der Zukunft zu tun. Oder Sie sehen noch keinen Handlungsbedarf, ja, und warten erstmal ab. Und wenn nichts von dem zutrifft, gerne auch Sonstiges anklicken. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, alle 5 anzuklicken, also je nachdem, wie viele zutreffen, gerne auch mehrere Kreuzchen setzen. Genau. Ich habe auch schon mitbekommen, dass irgendwie nur teilweise mal die 4 und die 5 funktioniert. Da muss irgendwie ein Fehler im System sein. Wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte, ist es, glaube ich, nicht so tragisch, natürlich nicht schön, müssen wir uns dann im Nachgang nochmal
anschauen, woran das liegt, warum man nur die Option 4 oder 5 anklicken kann. Ich hoffe, das ist nicht bei jedem so. So, haben Sie noch ein paar Sekunden Zeit? So, dann werden gleich wieder die Ergebnisse angezeigt. Und dann komme ich auf die andere Frage, die mir noch wichtig war. So, hier haben wir jetzt 42% am meisten sind aktuell dabei, Know-how in diesem Bereich aufzubauen, gefolgt von, haben uns noch nicht damit beschäftigt, sind aber da in der Planung nach vorne etwas zu tun. Kein Handlungsbedarf dann mit 16%, sie haben bereits Know-how, sind 11% und 7% verteile ich dann auf sonstige. Ja, das erstmal für euch zur Info, Nicole und Florian. Und dann würde ich aber direkt mal eine Frage, beziehungsweise Fragen mit einwerfen, weil die einfach gut jetzt zum Thema gepasst haben. Ne? Und zwar erste Frage, der aktuell gängigste Berichtsstandard ist der GRI. Nun ist es ja so, dass die EU im Zuge des CSRD einen eigenen neuen Berichtsstandard hat. Haben Sie Informationen dazu, wie der künftige Standard aussehen wird? Ich nehme gerne den Ball auf. Also die meisten internationalen Unternehmen oder auch international agierenden Unternehmen benutzen heute GRI, das ist richtig. Unternehmen, die nur in Deutschland wirtschaften, benutzen aber eigentlich auch sehr häufig den DNK, also den deutschen Nachhaltigkeitskodex-Standard. Und man rechnet damit, dass sich auch die neuen Berichtsstandards sehr stark daran orientieren. Es gibt auch schon einen ersten Entwurf. Und ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn man nach GRI oder DNK heute berichtet, beides ist ja auch kompatibel, dann wird man auch gut vorbereitet sein auf den neuen Berichtsstandard. Möchtest du ergänzen, Flo? Ja, ich kann gerne ergänzen. Genau. Also ich von der Vermutung her glaube ich, dass es eher Richtung GRI geht. Ja, also dass es da ein bisschen umfassender ist, was die CSRD betrifft. Genau, aber man macht mit beiden Standards quasi jetzt nichts falsch, sondern sehr viel richtig. Gerade wenn man in der Situation ist, wie Sie gerade auch in den Fragen beantwortet haben, gerade Know-how aufbauen, sich orientieren, ja, um das Ganze eben gut angehen zu können, das Thema. Da machen Sie mit beiden Standards da nichts falsch. Wie gesagt, ich glaube, es geht eher in Richtung GRI. Gut. Es scheint Matthias' Bildschirm eingefroren zu sein. Ah, dann kommt es wieder. Okay, eine super. Weitere Frage, Matthias? Ja, wollen wir weitergehen? Ich hoffe, man hört mich. Hört man mich? Jetzt, ja, wieder, jetzt ich hoffe, wieder, man. Ja. Ich hoffe, man hört mich. Hört man mich? Ja, super. Ja. Genau. Wie verhält sich die Berichterstattungspflicht für Unternehmen, welche in einem Konzern im Ausland außerhalb der EU angehörig sind? Flo? Ich gebe meinen Publikum-Joker direkt an dich ab. Genau, ja, ich nehme den Anruf gerne an. Nein, also im Prinzip, wenn Sie eine Tochtergesellschaft sind, ja, dann können Sie praktisch sozusagen über die Mutter im Prinzip das entsprechend abbilden. Das heißt, aktueller Stand ist, es reicht, wenn die, also wir sind jetzt keine Juristen, ja, das muss vielleicht nochmal juristisch geprüft werden, aber so grundsätzlich aus der Praxis raus ist es so, dass wenn die Holding, die Muttergesellschaft praktisch die Länderorganisationen, also dann auch die nicht in der EU sind, mit aufnimmt in ihren Lagebericht, dann ist es darüber sozusagen gut abgedeckt, das ganze Thema. Ja, also praktisch auch die ausländische oder nicht-europäische Tochtergesellschaft. Okay, und eine Frage hat man noch. Vielleicht wisst ihr die Antwort drauf. Wieso gibt es den Vorschlag, CSRD zu schieben? Ich habe da eine Antwort drauf, warum das so ist. Definitiv. Also das liegt ganz liegt an, ich sag's mal, an zwei Punkten. Das eine ist, sagt man, die aktuelle Marktsituation durch Corona und Lieferengpässe, Kriegssituation, Energiepreise ist so das eine Thema, dass man sagt, okay, die Unternehmen kämpfen gerade. Ja, also natürlich muss man die unterschiedlichen Branchen auch gegeneinander abwägen, aber es gibt halt einfach, es gibt einige Branchen, die eben damit eben gut zu kämpfen haben. Und da ist es sozusagen so die Denke, dass man möchte die Unternehmen nicht noch mit
noch mehr zusätzlichen Herausforderungen jetzt hier praktisch belasten. Ja, das ist praktisch die eine Denke. Die andere, der andere Punkt, der so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt, ist, was die Nicole ja auch gerade gesagt hat, ist, die Nachhaltigkeitsberichte werden jetzt eben auch alle geprüft. Ja, und da geht es eben darum, auch die Prüferkapazitäten entsprechend auch aufzubauen, dass entsprechend auch ausreichend gute Prüfer eben auch da sind, um diese große, riesengroße Masse an Nachhaltigkeitsberichten entsprechend auch prüfen zu können. Ja, also da gibt es unterschiedliche Ideen und Ansätze, wie man das machen kann, aber das ist definitiv auch noch ein Punkt. Okay, super. Dann erstmal wieder zurück zu euch und weiter im Text. Gerne. So, genau. Jetzt haben wir erstmal einen kurzen Überblick bekommen, was bedeutet die CSRD, und die Frage ist ja, was machen wir jetzt daraus? Und die eindeutige Empfehlung von uns, nicht warten, sondern starten. Denn selbst wenn es so sein sollte, dass sich die CSRD um ein Jahr verschiebt, es gibt ja auch noch andere wichtige Treiber, die man nicht vergessen darf. Ne? Also da sind zum einen die Endkunden, wir, die Consumer, legen immer mehr Wert darauf, dass eben auch unsere Produkte, die wir kaufen, nachhaltig sind. Und das kommt dann eben auch im B2B-Markt an. Ne? Die B2B-Kunden verlangen natürlich auch Nachhaltigkeitskennzahlen von ihren Zulieferern. Wir hatten das eben auch schon, ne, wo wir gesagt haben, wenn jetzt ein größeres Unternehmen künftig berichten muss, würde es auch auf die Zulieferer zugehen und Nachhaltigkeitskennzahlen verlangen, damit eben auch über die Lieferkette hinweg korrekt berichtet werden kann. Dann haben wir ganz am Anfang gesehen, dass die CSRD natürlich nur eine von zahlreichen Gesetzgebungen ist, um eben das klimaschädliche Wirtschaften zu sanktionieren und die Unternehmen, die eben korrekt agieren, auch zu belohnen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der steht hier zum Schluss, aber den finde ich extrem relevant, ist eben, dass auch künftig die Kreditkonditionen Nachhaltigkeitsrankings abhängig sein werden. Wir kennen das schon, vor einiger Zeit war es so, dass die Bonität eben mit in die Kreditzinshöhe eingearbeitet wurde. Das war ja nicht immer so. Und jetzt kommt eben das Thema Nachhaltigkeitsranking noch hinzu. Und um ein Nachhaltigkeitsranking zu bekommen, muss man auch einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Und insofern wird eben das nachhaltige Wirtschaften künftig auch zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Und deshalb sagen wir, nicht warten, starten. Und insofern wollen wir jetzt mal sehen, wie man das ganze Thema denn pragmatisch und möglichst einfach umsetzen kann. Aus der Praxis berichtet der Florian Holl. Bitte schön. Genau, danke schön, Nicole. Genau, also schauen wir uns das Ganze an, und genau da ist jetzt auch eben hilfreich. Also vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie da die Fragen auch am Anfang das Spiel mitgespielt haben und die Fragen beantwortet haben, weil das eben einfach jetzt hilft, auch wenn wir jetzt hier eben aus der Praxis drauf gucken, okay, auf wo legen wir hier eben die Schwerpunkte. Ja, also so einmal noch zum Hintergrund vielleicht, ja, wir bei Verso, wir haben ich sag's mal so grob so knapp mit knapp 1000 Unternehmen pro Jahr eben, wo wir da in Kontakt stehen. Ja, sehr viel auch im Mittelstand, also großer Mittelstand, sprich, ich sag's mal so 150, 200 bis so 5000 Mitarbeiter. Ja, das sind so die Hauptkunden, die wir an der Stelle eben bedienen, haben aber vereinzelt auch Großkonzerne, die wir da eben seit 6, 7, 8 Jahren eben auch intensiv betreuen. Ja, also nur so von der Perspektive her, von der aus ich argumentiere. Also was wir sehr stark eben auch festnehmen und feststellen, und das was Sie auch so in den Fragen beantwortet haben, ist, dass es erstmal darum geht, okay, dass es einfach intern das Know-how fehlt, aber auch die Ressourcen fehlen. Ja, es gibt jetzt auch nicht so viele ausgebildete, erfahrene Nachhaltigkeitsmanager, die dieses Thema jetzt, die man dem praktischen Unternehmen reinholt oder die schon da sind und das Thema eben jetzt da komplett aufziehen. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, ja, da brauchen Sie sich gar nicht alleine fühlen jetzt, ja, sondern das ist tatsächlich so in der breiten Masse so, dass es wirklich einfach da an internen Ressourcen da einfach fehlt und dementsprechend auch die ganzen Prozesse und Verantwortlichkeiten nicht da sind. Ja, das sind zum einen natürlich Tools, ja, oder Software, was in dem ist, aber auch gar nicht klar ist, von wem kriege ich denn
von wem kriege ich denn überhaupt welche Daten brauche ich denn überhaupt? Ja, teilweise werden die Daten auch einfach noch gar nicht erhoben. Also selbst wenn ich dann weiß, was ich brauche, gibt es die Daten schlichtweg einfach noch nicht im Unternehmen. Ja, also das ist auch ein Punkt, wo man sich angucken muss, wo wir dann auch, wenn wir auch, was Sie auch gesagt haben, Chancen und Herausforderungen, ja, also das ist definitiv eine Herausforderung, sich mal einen Überblick zu verschaffen, welche Kennzahlen muss ich denn überhaupt erheben, zu welchen Themen muss ich Stellung beziehen, ja, und da dann entsprechend auch belastbare Antworten eben geben zu können, ja. Dann ein anderer Punkt, finde ich jetzt auch, nehme ich immer wieder wahr, interne Widerstände, ja, hat sich stark gewandelt, gerade so in den letzten 1,5, 2 Jahren, aber dennoch so, dass die Nachhaltigkeitsmanager oder diejenigen, die sich im Unternehmen damit eben sozusagen hier da verantwortlich sind, die kämpfen oft auch intern, ja, so, weil sie erstmal zusätzliche Arbeit mitbringen. Ja, sie gehen auf HR, auf Einkauf, Logistik, Umwelt, ja, Arbeitsschutz und so weiter zu, ja, an die ganzen Compliance-Geschichten und bringen erstmal mehr Arbeit mit. Ja, und man sieht nicht so richtig, wie wirkt sich denn auf das Business aus, ja, wie kann ich damit umgehen. Ja, das heißt, das ist definitiv ein Punkt, den Sie auf dem Schirm haben sollten, wenn Sie an das Thema rangehen, ja, entsprechend auch die internen Stakeholder da abzuholen, ja, und da frühzeitig sozusagen sich da auf den Weg machen und zu gucken, wen brauche ich da eben alles, ja. Gut, der andere Punkt ist, dass es eben Prozesse gibt, aber die halt nicht wirklich funktionieren. Das ganze Nachhaltigkeitsthema ist auch extrem dynamisch gerade, ja, so aus meiner Perspektive raus, so seit 2 Jahren passiert pro Monat so viel wie davor in dem ganzen Jahr. Dementsprechend ist es auch einfach schwer, hier am Ball zu bleiben und sich mit den ganzen neuen Standards und gesetzlichen Anforderungen, gerade aber auch mit den extrem dynamischen externen Stakeholder-Anforderungen hier eben auseinanderzusetzen. Ja, also das so nehmen wir so wahr. Das heißt, wenn Sie sich da wiederfinden, ist es definitiv ein Punkt, wo Sie da nicht alleine sind und wo es eben auch Lösungen gibt und Ideen, wie man da reingehen kann. So aus der Praxis raus gesprochen, gerade so mit dem Stand, wo Sie eben auch gerade stehen, ja, sich einfach mal informieren und das ganze Thema jetzt aufbauen, ja. Schauen Sie sehr genau, wer der passende Dienstleister ist, ja. Und zwar, ich sage es mal so, gibt es für unterschiedliche Reifegrade vielleicht auch, ja, wie weit ich bin, den passende Dienstleister, ja, oder auch, wo ich gucke, okay, wer sind eher die für die wirklich Großkonzerne gemacht, für internationale Strukturen und wer passt zu mir als Mittelstand, großes mittelständisches Unternehmen eben auch dazu. Ja, das ist sehr viel auch ein Kulturthema und auch pragmatisch. Also ist Ihnen zum Beispiel geholfen, wenn eine Agentur, ein Berater Ihnen 120 Seiten Nachhaltigkeitsstrategie auf PowerPoint präsentiert oder geht es eher darum, tatsächlich mal ein Projekt reinzugehen und mal eine Kennzahl aufzubauen? Ja. Dann auch sehr viel, wie soll ich sagen, was Nicole auch gerade gesagt hat, nicht starten, warten. Ja? Was wir sehr viel festgestellt haben, ist, gerade aus der Vergangenheit raus, so die Unternehmen vor 5 Jahren, so ja, das ist Nachhaltigkeitsthema, wir haben schon auf dem Schirm und machen hier und da mal eine Maßnahme und so, aber irgendwie wissen wir nicht. Und dann redet man 2, 3 Jahre später wieder mit denen und dann sagen sie, ja, wir feilen jetzt noch an unserer Strategie. Ja? Die Zeit habe ich kaum noch, ja, und zwar, weil der Markt das einfach jetzt fordert, ja, oder sehr viel fordert, das sind Bewerber, das sind Mitarbeiter, das sind Kunden, das ist der Finanzmarkt und die Regulatorik jetzt natürlich dann auch, aber es ist eine unglaubliche Dynamik drin, ja, dementsprechend ist es ganz wichtig, ja, aus unserer Perspektive oder Erfahrungswerten, die wir sammeln durften, ganz wichtig, wirklich loslegen, ja, bestenfalls gleich mit einem Tool starten, weil ich dann sofort sehr strukturiert vorgehen kann, Orientierung habe, was brauche ich alles, was habe ich schon, ja, wo bin ich gut, wo habe ich noch Lücken, also da wirklich starten und loslegen. Der Bericht muss auch jetzt, gerade wenn die Berichtspflicht jetzt auch noch ein bisschen auf sich warten lässt, ja, dann entsprechend auch erst vielleicht erstmal intern veröffentlichen, ja, aber definitiv starten und zwar mit konkreten sichtbaren Ergebnissen auch entsprechend starten. Ja.
Und der andere Punkt, Ergebnisse intern nutzbar machen, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, heißt im Prinzip, was ich am Anfang gesagt habe, dass es auch interne Hürden gibt oder dass es noch Fragezeichen gibt, für was mache ich das überhaupt, ja. Wenn ich jetzt aber den Prozess und alles so aufbaue, dass plötzlich mein Vertrieb sprachfähig ist, ja, zu den wichtigsten 5, 6, 7 Nachhaltigkeitsfakten am Markt entsprechend glänzen kann. Wenn Recruiting-Abteilung plötzlich wenn die Bewerber nach dem Purpose des Unternehmens fragen, wenn ich da sprachfähig bin, wenn Investor Relations, ja, oder Finanzabteilung entsprechend auch die ganzen ESG-Fragen der Banken, Investoren beantworten kann, ja, und das sehr schnell, ja, oder auch die Geschäftsführung einfach informiert ist und einen guten Überblick hat, ja, und da selbstsicher entsprechend agieren kann, dann hilft es ungemein, ja. Also so, da vielleicht nicht so lange im stillen Kämmerchen vor sich hin köchern, sondern wirklich schauen, dass man da schnell auch rauskommt ins Tun. Das jetzt nochmal meine Punkte, die ich so aus der Praxis wahrnehme. Und Punkt jetzt noch, bevor ich dann gleich auch mal ins Tool reingehe, also in die Software, damit wir uns das noch ein paar Minuten angucken, wie sowas aussehen könnte, zum Thema Chancen. Ja, es war auch eines so der Hauptpunkte, wo Sie bei Ihren Fragen beantwortet haben. Ja, verstehen Sie die Berichtspflicht oder gerade auch die Verschiebung als Chance? Ja? Und zwar, weil wie ihr vorher gesehen habt, es wird unglaublich, was da für eine Transparenz in den Markt kommt und was für eine Vergleichbarkeit und Sichtbarkeit eben reinkommt. Dementsprechend, wenn ich mich jetzt anfange, mal mich vorzubereiten und dann meine Lücken aufdecke, die schließen kann, Maßnahmen, Ziele definieren kann, ja, um dann erstmal vielleicht das Ganze nur intern zu veröffentlichen, wie gesagt, für die internen Stakeholder, aber dann, wenn alle berichten müssen, ich dann dastehe und nicht, wo kriege ich denn die Kennzahl jetzt her, ja, oder was schreibe ich denn jetzt hier zum Thema Anreizsysteme oder Vergütungsmodelle für Führungskräfte, ja, oder Diversität, ja, das sind vielleicht Punkte, man hat da sehr viel diese Klimabrille auf, teilweise auch aktuell, dass man da wirklich umfassend sich das Thema anguckt und dann wirklich sich von den Wettbewerbern auch differenzieren kann. Ja, also da hat man jetzt eine riesengroße Chance, wenn man sich dem Thema jetzt eben sehr konkret eben auch nimmt. Soweit hier meine Punkte zu diesem Thema. Und jetzt nutzen wir noch ein paar Minuten, um mal konkret auch in so ein Tool reinzugucken. Wie gesagt, wir sind von ERSO, wir sind auch im Kern auch ein Softwareanbieter zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsmanagement. Da schauen wir jetzt einmal noch ein paar Minuten rein, damit Sie einfach mal ein Gefühl kriegen, wie ein Tool eben grundsätzlich auch aussehen kann. Ja, also das Ganze ist ein Online-System, wo ich mich entsprechend dann auch einwählen kann. Beliebig viele Kollegen und Kolleginnen aus meinem Unternehmen eben auch einladen kann, das Ganze eben aufzubauen. Ja? Also schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich klicke jetzt hier mal auf Themen. So, wie die Nicole vorher schon angesprochen hat beim Thema Berichtspflicht, es gibt unterschiedliche Berichtsstandards. Ja, hier sehen wir mal das Beispiel des GRI, was da eben alles so dazugehört. Das heißt, ich habe erst mal eine klasse Orientierung und sehe mal, hey, was muss denn alles in so einen Bericht rein? Ja, jetzt hier mal nicht erschrecken, ja, weil es wahnsinnig viel ist, aber gleichzeitig zeigt es auch, es ist schon umfassend und ich kann das nicht mal einfach so kurz nebenbei machen, sondern da kommen wirklich Themen auf, ja, wo man im Prinzip sich wirklich auch damit auseinandersetzen muss. Auch ganz interessant, wenn ich hier mal auf den GRI 300 Ökologie gehe, dann sieht man hier so die Themen Materialien, Energie, ja, überschaubar. Dann gehe ich jetzt aber in Soziales mal rein und dann sieht man mal, was hier alles an Themenblöcken kommt. Ja. Also da eine gefährliche Falle, nur weil ich jetzt in Anführungsstrichen nur meine Klimabilanz gemacht habe, habe ich noch nicht meinen Nachhaltigkeitsbericht fertig. Ja. Dann habe ich 20%. Ja, so. Oder die ganzen Klimathemen grundsätzlich. Ja, also das würde ich gerne einmal damit zeigen. Und wenn ich natürlich so eine Software habe, sehe ich genau, was brauche ich. Habe hier gleich die Möglichkeit, hier Verantwortlichkeiten zu vergeben, sehe den Status, also habe gleich die Möglichkeit, Strukturen und Prozesse entsprechend aufzubauen. Wenn ich jetzt mal in so ein Thema reinspringe, ja, dann bevor wir uns jetzt angucken, wie das im Prinzip hier alles so, wie sowas eben entstehen kann, ja, gibt es eben hier die Möglichkeit in dem Tool, dass ich mir erstmal hier die Leitfäden angucke und eben auch einfach, wie soll ich sagen, hier mal abgeholt werde, was muss ich denn überhaupt alles berichten, ja, so ein GRI-Leitfaden hat 450 Seiten, da bin ich eine Weile beschäftigt damit, ja, und so, wenn ich mit einem Tool arbeite, weiß ich eben genau, okay,
was muss ich machen und so weiter und was sind eben entsprechend auch Kennzahlen, die ich hier entsprechend auch erheben muss. Ja, also das sind tatsächlich wichtige Fakten, die ich mit so einem Tool entsprechend aufbauen kann. Ja, also ich habe wirklich hier eine schöne Übersicht, was brauche ich alles, und das Tool aktualisiert sich natürlich, wenn die Leitfäden sich ändern oder wenn die CSRD dann greift, ja, dann wird das entsprechend natürlich auch alles aufgebaut. Ja. Und so kann ich mich hier eben wunderbar hier entlanghangeln. Und auch ein Vorteil oder was wichtig ist, Thema Sichtbarkeit, ja, wir wollen sie auch fürs Business nutzen und eben die Daten dann auch zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, ich kann aus dem Tool jetzt raus, kann ich jetzt direkt auch einen Online-Bericht oder einen PDF-Bericht natürlich daraus erzeugen. Ja, da sehe ich dann, wie man hier sieht, ich kann es an das Corporate Identity mit des Unternehmens anpassen, ja, und habe dann hier wunderbar aufgelistet die einzelnen Maßnahmen, die ich hier tue, ja, oder kann dann entsprechend auch gucken, wen ich kann da jemanden kontaktieren, kann Feedback sammeln, ja, und so kann ich entsprechend eben direkt aus dem Tool mit einem Tool, ja, alle Maßnahmen, also mich mal orientieren, kann Strukturen, Prozesse, Orientierung entsprechend hier geben, mit Leitfäden mich informieren, was muss ich machen, kann die Kennzahlen entsprechend erfassen, kann die Texte erfassen und dann den Bericht auch entsprechend exportieren. Ja, schauen wir uns gleich auch noch zum Abschluss dann ein kurzes Kundenbeispiel auch an. Ja, genau, gleichzeitig auch, weil wir auch hier viel davon sprechen, ja, Strukturen aufbauen, Wissen aneignen und so weiter, das ganze Thema angehen, ist natürlich dann auch sehr sinnvoll, wenn ich mir entsprechende Ziele stecke, ja, das heißt, ich nehme mir vor, zu welchen einzelnen Handlungsfeldern, wo wir angeguckt haben, das sind ja einige, ja, kann ich mir dann auch Ziele stecken, kann dann die entsprechend mittracken, ja, ich will sie jetzt gar nicht mit Funktionen hier überladen, aber sie können hier wirklich sehr konkret eben dann eben auch Ziele planen und zu den Zielen dann eben sich auch Maßnahmen überlegen, wie ich die denn entsprechend erfülle. So habe ich auch immer eine schöne Übersicht, ja, was passiert denn alles, was mache ich, wie ist der Stand, wer ist für was verantwortlich, ja, diese Geschichten. Und das Schöne ist dann auch, ja, Thema Audits, ja, haben wir auch schon angesprochen, das Ganze ist natürlich dann, wenn ich mit einem Tool arbeite, das entsprechend auch dafür hergerichtet ist, ja, dann kann ich dann auch die Auditoren direkt in das Tool reinlassen und die überprüfen dann entsprechend hier meine Arbeit und können Notizen hinterlassen, ja, die mir dann im Folgejahr dann auch helfen. Ja, da habe ich wirklich gute Transparenz und gute Workflows, um das Ganze entsprechend aufbauen zu können. Ja, also das ist jetzt mal so ein Überblick und vielleicht noch für alle, die jetzt starten. Ja, hier, wie wir gerade gesehen haben, das ist schon einfach viel. Da gibt es aber eine ganz charmante Methode, das nennt sich Wesentlichkeitsanalyse. Ja, da macht man so Stakeholder-Befragungen, ein bisschen Benchmarkings und sowas. Das heißt, wir könnten oder halt, man kann mit dieser Methode rausfiltern, was ist für Ihr Unternehmen, ja, in dem Markt, wo Sie unterwegs sind, welche Produkte Sie haben, ja, kann man entsprechend rausfiltern, was ist für Sie besonders wesentlich, ja, und dementsprechend auch rausfiltern, was ist für Sie nicht so wichtig, ja, also was interessiert wenig Stakeholder, was hat wenig Impact auf Ihr Geschäftsmodell. Und dementsprechend kann man da dann auch ein paar Sachen dann entsprechend rausstreichen, ja, die Sie da tatsächlich dann auch nicht bearbeiten müssen. Ja, also das ist sehr sinnvoll, gerade am Anfang zum Orientieren, so eine Wesentlichkeitsanalyse, das ist der Fachausdruck, sowas aufzubauen, weil dann kann man das hier eben wunderbar erstmal strukturieren und Sie fischen nicht im Dunkeln, sondern können eben direkt mit den für Sie wichtigen Punkten eben auch anfangen. Ja? So wird das Ganze dann eben entsprechend aufgebaut. Können wir uns einmal noch angucken. Ich kann dann, wie gesagt, kann hier einen kompletten Bericht dann eben auch damit erstellen. Also ich erfasse nicht nur Kennzahlen, ja, sondern eben auch die Texte, kann ein bisschen die Layout-Arbeit machen, ja, wie wir das sehen. So kann das Ganze dann eben aussehen, ja, kann dann genau definieren, welche Themen möchte ich dann haben, ja, kann auch Videos einbinden, ja, Aus- und Weiterbildung, kann wirklich zu den verschiedenen Punkten mich hier entsprechend informieren und mich da entsprechend dann eben auch nochmal praktisch informieren, wenn ich da Rückfragen habe. So sieht das Ganze aus und das Ganze, jetzt gucken wir noch einmal kurz auf eine Kundenseite von uns, MLP, Finanzdienstleister, ja,
damit man mal sieht, wie das live aussieht. Ich bin jetzt auf deren Webseite, klicke hier auf den Reiter Nachhaltigkeit, ja, allgemeine Informationen und kann eben hier mit dem Klick ja, auf Nachhaltigkeitsbericht wird eben jetzt der Bericht, der direkt aus Verso rausproduziert wird, auch hier praktisch ausgespielt. Genau, und hier habe ich dann die einzelnen Aspekte. Gucken wir mal ein bisschen mehr Datentabellen an, wie sowas ausschauen kann. Ja, also so kann ich das Ganze dann eben auch wunderbar einbinden. So, das vielleicht jetzt der Überblick, wie auch so ein Tool eben aussehen kann. Und freue mich da jetzt noch, oder wir freuen uns jetzt eben noch, wenn Sie dann Rückfragen haben zu Chancen, Risiken, Herausforderungen, ja, wie ich Know-how eben auch aufbauen kann. Und genau, ja, wir berichten da gerne. Ja, super, vielen Dank, Florian. Dann würde ich mal direkt eine Frage einwerfen, die auch noch von einem Teilnehmer kam. Wie funktioniert die Sammlung von Kennzahlen und insbesondere, wenn Kennzahlen aus mehreren internationalen Standorten aggregiert werden müssen? Ja, also jetzt, ich gehe jetzt davon aus, dass die Frage direkt auf das Tool abzielt. Genau, also die Sammlung von Kennzahlen ist so, ich lege in dem Tool praktisch, nenne es jetzt mal Eingabemasken an, ja, teilweise sind die auch schon vorgefertigt, ja, für die Berichtsstandards. Eingabemasken an, wo ich entsprechend die Daten dann eben sammle. Ja, ich kann ich dann entweder händisch eingeben. Ja, also oft ist es so, dass die Kennzahlen noch gar nicht da sind. Das heißt, ich baue in dem Tool, ja, da unterstützen wir dann auch gerne, baue ich diese Eingabemaske für diese Kennzahl auch auf. Ja, und dann kann ich es entweder händisch eingeben oder kann es per Excel CSV Import praktisch, wenn schon Daten da sind, auch entsprechend die Daten hochladen. Ja, dass ich die Daten eben habe. So funktioniert die Eingabe. Wir könnten auch Schnittstellen bauen. Ja, ist immer die Frage, was da wirtschaftlich sinnvoll ist. Wir haben es aber schon diverse Male gemacht. Also das geht. Müsste man sich im Einzelfall eben angucken. Ja, in Bezug auf Standorte und so weiter oder auch unterschiedliche Marken, Business Units, Branchen, ja, die ich bediene, ist es eben so, dass ich da dann erfahrungsgemäß ist so, je kleinteiliger ich so eine einzelne Kennzahl aufbaue, desto besser, weil dann kann ich es genau zuordnen, einer Person ja, oder einem Bereich genau zuordnen, da konkret Hilfestellung geben. Dann ist es sehr einfach von der Bedienbarkeit und dann mache ich halt, ich sage es mal, Mitarbeiterzahl, Standort München, Berlin, Hawaii, ja, und habe dann entsprechend die einzelnen Kennzahlen und könnte die dann entsprechend hochaggregieren zu Gesamtkennzahlen, die ich dann im Dashboard darstellen lassen kann. Da habe ich dann einzelne entweder Standorte, Business Units. Ja, also das ist praktisch die Logik, wie ich meine Kennzahlenstruktur aufbaue. Das ist kein Hexenwerk jetzt. Ja, und so habe ich aber die Möglichkeit, dass ich es immer aggregiert angucken kann, aber eben auch einzeln angucken kann. Ja. Genau, ja, da, wie gesagt, von der Logik her, ein Punkt noch, maximal einfach für die Person, die diese Zahl eingibt, die Kennzahlenstruktur aufbauen. Das ist die andere Logik versus, ich habe diese riesen Excel-Spreadsheets, wo ich reinkomme und erstmal gar nichts verstehe, wo ich was machen muss, fehleranfällig und deswegen sehr, sehr kleinteilig. Ja. Okay, noch eine weitere Frage. Wie viele Kennzahlen sind denn eigentlich zu reporten? Ja, also hängt natürlich ab, wie gesagt, von der Wesentlichkeitsanalyse, von der Art des Unternehmens, aber um da mal so einen Überblick zu geben, wenn ich jetzt mir so einen normalen GRI-Bericht mal angucke, würde ich jetzt mal sagen, von so mittelständischen Unternehmen bewege ich mich hier bei, ich sag's mal, ungefähr 100 Kennzahlen, ja, wenn ich mir einen DNK, Deutsche Nachhaltigkeitskodex, das ist eine abgespecktere Version auch von dem GRI, würde ich jetzt bei so einem mittelständischen Unternehmen jetzt mal so von 30 bis 50 Kennzahlen ausgehen. Ja, das ist so eine grobe Range, in der man sich orientieren kann. Ja, das heißt, auch ein bisschen, um da die Angst zu nehmen, wir reden hier nicht von tausenden Kennzahlen. Es ist allerdings so, dass natürlich die hochaggregierten Sachen da dann entsprechend in den Bericht reinkommen. Das heißt, ich habe unten drunter schon auch mehr Daten, aber das kriegt man dann schon hin, ja. Die Masse der Kennzahlen ist nicht das Problem. Ich glaube eher, dass man guckt, wo kriege ich die Daten her und habe ich das überhaupt, ja, und erfasse ich sie in dieser Form, wie ich es brauche. Ja, das ist eher oft der Punkt, ja, so, damit man die Berichtsstandards dann entsprechend auch erfüllt.
Gut, dann haben wir noch eine Frage, die würde ich auch gleich mit reinwerfen. Kann man im Tool, was du gezeigt hast, auch Evidenz für das Audit hinterlegen? Ja, genau. Also wir haben regelmäßig Prüfer von PwC, KPMG und so weiter drin. Das heißt, wir haben eine Userrolle, die nennt sich Auditor. Ja, das heißt, die Auditoren können direkt reingehen, können sich dann praktisch angucken, wie ist der Prozess, der Workflow. Das ist ein sehr ausgeklügeltes Benutzerrollenkonzept dahinter und wer darf wann was. Und auch eine Verlaufshistorie wird angezeigt, damit man das nachverfolgen kann. Und so kann eben der Auditor eben auch sich das alles angucken, prüfen und kann entsprechend zum einen Notizen hinterlegen, also Kommentare einfügen bei jeder einzelnen Kennzahl, bei jedem Thema, bei den Zielen, ja, entsprechend Kommentare und auch sozusagen in dem, wenn ich jetzt nach GRI berichte, in diesem GRI-Index, dann entsprechend auch ankreuzen, was sozusagen, was geprüft wurde, ja. Und so kann ich entsprechend da die komplette Prüfung über die Software auch abbilden. Ja, also haben große Konzerne, Unternehmen, die das seit Jahren mit uns machen. Also die haben da auch schon Erfahrung. Okay, letzte Frage, die ich noch mit reinwerfe. Wie heißt das Tool? Genau, ja, das Tool heißt, es ist der Verso CSR Hub, ja, heißt das Tool und wir haben da unterschiedliche Module davon. Ja, zum Beispiel CSR Reporting, ja, wo es sehr schlank ist, wo es ausschließlich darum geht, sozusagen Reporting abzubilden und eben auch was Management-Tool, wo ich entsprechend auch dann noch mehr mit Zielen und Maßnahmen arbeiten kann. Also Verso CSR Hub heißt das Tool. Okay, super. Ja, dann vielen Dank, Florian. Die Präsentation kannst du vielleicht noch mal ganz kurz. Genau, ich bin gerade dabei, die nochmal herzuholen. Genau. Dann die letzten Punkte auch hier entsprechend hier noch durchgehen können. Nicole, möchtest du das noch abschließend noch vorstellen? Das kann ich sehr gerne machen. Genau. Also ganz wichtig, wir wollen Sie jetzt natürlich auf der Nachhaltigkeitsreise auch gerne weiter unterstützen. Und das fängt natürlich damit an, dass man erstmal eine Konzeption braucht für so einen CSR-Bericht. Und der Florian hat das eben auch vorgestellt. Ganz wichtig ist hier, dass man mit einem Stakeholder-Mapping anfängt, dass man eben auch die Stakeholder zum Thema befragt und darauf aufbauend eine Wesentlichkeitsanalyse erstellt, um herauszufinden, welche Kennzahlen sind denn tatsächlich für mein eigenes Unternehmen wesentlich. Und da haben wir auch für Sie ein Beratungspaket zusammengestellt, das Sie von uns bekommen können, eben als reine Consulting-Leistung. Genauso ist es möglich, dass wir den CSR-Bericht gemeinsam mit Verso für Sie als Full Service erstellen, sprich Verso, und wir kümmern uns dann eben um das Thema Datensammlung, Strukturierung der Texte, Bereitstellung der Kennzahlen und auch Veröffentlichung inklusive Layout und Design. Das ist also das zweite Paket, das wir für Sie vorbereitet haben. Dann ist es natürlich möglich, dieses Reporting-Tool, das der Florian Holl gerade vorgestellt hat, auch über uns zu beauftragen. Wir arbeiten da zusammen, haben auch schon gemeinsame Kunden. Und wenn Sie jetzt eben eine schlanke Lösung suchen, mit der Sie einfach CSR-Berichte erstellen können, glaube ich, haben Sie da eine ganz tolle Möglichkeit. Und wir haben aber auch natürlich ein Nachhaltigkeitsmanagement-Tool für Sie im Angebot. Nachhaltigkeitsmanagement-Lösungen unterstützen Sie aktiv dabei, Ihre Umweltauswirkungen zu managen und das große Ziel, Klimaneutralität auch zu erreichen. Denn das schaffen wir ja nicht, indem wir nur einen Report ablegen, ne? Wir müssen ja auch etwas dafür tun, dass unser CO2-Ausstoß verringert wird. Und das kann man am besten, indem man das eben datenbasiert analysiert, schaut, wo sind unsere größten Stellhebel. Wir haben in dieser Lösung eben auch Berechnungsmodelle, wo man dann eben Vorschläge bekommt, welche Maßnahmen sind für uns da die besten, und kann so eben auch an der Verringerung der Umweltauswirkungen aktiv arbeiten. Also das ist sozusagen dann die höchste Stufe. Und dieses Tool können wir auch kombiniert eben mit der Lösung von Verso anbieten, um auch gleichzeitig natürlich den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Damit Super, haben wir vielen Dank, jetzt unsere Nicole. Stunde schon rum. So schnell geht das. Genau.
Genau, bevor wir Sie aber jetzt noch entlassen, noch eine Frage an Sie, die werden wir jetzt noch mal kurz einblenden. Es geht mich genau darum, was Nicole gerade schön vorgestellt hat. Wünscht Sie sich persönlich weitere Informationen, noch weitere Beratungen im Rahmen dieser Pakete, die Nicole gerade vorgestellt hat, allgemein mit unseren Fachkollegen zu dem Thema, dass wir uns da unterhalten, zusammen mit Ihrem Account Manager, mit Ihrer Account Managerin, dann gerne hier mit einem Ja Ihr Kreuzchen setzen, wenn nicht, dann Nein. Das würde uns auch freuen, wenn Sie da noch kurz abstimmen. Das übertragen wir auch nicht. Wir kommen dann einfach im Nachgang direkt auf Sie zu und besprechen dann die weiteren Schritte, ob so ein Paket passt, ob wir individuell was tun müssen, ob das mal ein allgemeines Gespräch ist. Komplett offen an der Stelle. Da gern noch. Ja, wir würden uns über ein Ja natürlich freuen. Wenn Sie sagen Nein, dann Nein. Und ja, haben Sie jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Und dann versuche ich auch soweit dann noch pünktlich zu schließen, mal gucken, ob was schaffen. Genau. So. Müssten wir fertig sein. Genau. Super. Dann vielen Dank erstmal, Florian. Vielen Dank, Nicole, hier für eure Einblicke zu diesem Thema. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger an Zeit füllen können. Am Ende war es heute nur der erste Aufschlag, um Sie mal kurz im Thema abzuholen. Was können wir als Telekom zusammen mit der Verso machen? Wie können wir Sie unterstützen als Partner? Genau, auch bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Die Kontaktdaten sehen Sie hier nochmal. Sie können auch direkt auf Ihren Account Manager oder auf Ihre Account Managerin zugehen. Die werden entsprechend auch die Kontakte haben und dann in die nächsten Gespräche mit Ihnen einsteigen, die Fachkollegen dazu holen. Ja, und dann die Reise und den Weg gemeinsam mit Ihnen beschreiten zum Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich mich natürlich freuen. Ich glaube, da spreche ich auch für Nicole und Florian, dass wir uns dann im einen oder anderen Gespräch auch wiedersehen und genau über diese Themen dann im Detail für Ihr Unternehmen, für Ihre Firma sprechen. Ja, damit sind wir durch für heute. Wie gesagt, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit heute genommen haben, auch natürlich dabei zu sein, uns hier zuzuhören, Ihre Fragen gestellt haben. Die Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet wurden, machen wir im Nachgang per Mail. Bekommen Sie also dann noch beantwortet. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zeit, eine schöne Sommerzeit. Für einige geht es vielleicht auch schon in den Urlaub. Genießen Sie es. Bleiben Sie vor allem aber auch gesund. Passen Sie auf sich auf. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der einen oder anderen Veranstaltung dann Wiedersehen und bis dahin alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao.